Lottelein versteckt sich vor ihren Augentropfen. Ich habe jetzt gerade Mini Holly geschnappt und habe einmal beide Augen getropft. Und in der Zeit ist die Lotte unter den Wohnzimmertisch und hat Zuflucht gesucht, weil sie ist die Nächste und das weiß sie, glaube ich, schon. Und sie findet das ja ganz schlimm. Also so geduldig und brav, wie die Holly das mitgemacht hat, hat die Lotte jetzt schon keinen Nerv mehr und keine Lust. Ich werde gleich das Video schneiden für heute Abend, und zwar die Candy Challenge, die ich abgedreht habe. Und ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich ja am Freitag ein Q&A-Video hochgeladen, nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder. Früher hießen die Lady Talks. Wer kann sich noch erinnern? Wer ist schon so lange mit dabei? Und da habe ich das eigentlich regelmäßig einmal im Monat gemacht, bis sich dann die Fragen immer wieder wiederholt haben. Das klingelt das Telefon, Moment. So, Stunden später, jetzt hat eine Freundin angerufen und wir haben es jetzt um einige Stunden später und ich habe noch einiges gemacht. Habe jetzt gerade die Holly wieder zum Tropfen reingeholt, muss jetzt nochmal los. Wir könnten ja dieses Q&A, also den Lady Talk früher, vielleicht wöchentlich einführen, so mit festen Videotagen. Ich habe überlegt, vielleicht Mittwoch wieder wie früher, What I Ate Wednesday, also Food Diary, was habe ich gegessen, jetzt vielleicht nicht... Na doch, ist ja der Tag vorher. Aber wenn es nicht geht, irgendwie halt, dass am Mittwoch immer ein Food Diary kommt, egal von wann jetzt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich den Lady Talk oder dieses Q&A-Video ja wieder, wöchentlich war es eigentlich noch nie, es war immer monatlich früher, aber dass ich vielleicht einführen könnte, das wöchentlich zu machen am Freitag. Dass ihr wisst, okay, am Freitag kommt ein Q&A und vielleicht können wir da ja so richtig eine Konversation starten oder zu so einem bestimmten Thema, dass ihr mir dazu Fragen stellt und dann gehe ich entweder spezifisch auf dieses Thema ein, auf eure Fragen oder eben kunterbunt, was halt so kommt. Das habe ich gedacht, könnten wir mal ausprobieren. Und am Mittwoch habe ich gedacht, vielleicht immer ein Food Diary. War ja früher auch der Tag für die Food Diaries, für die What I Ate Wednesday Videos. Das war immer Mittwoch, als dieser Kanal quasi ein reiner Beauty-Kanal noch war. Habe ich überlegt, vielleicht das wieder einzuführen für euch, dass ihr so wisst, okay, da kommt das, da kommt das. Und Livestream, einige hätten gern einen. Ja, wann, wie, wo, also sagen wir mal so, der Wille ist da, die Frage ist nur, wie setze ich das Ganze um, zeitlich und organisatorisch, und dass es halt Hand und Fuß hat, aber vielleicht einmal im Monat, dass wir einen Livestream machen, erst dachte ich einmal in der Woche, aber das ist einfach im Moment wirklich sehr schwierig, aber vielleicht einmal im Monat. Vormittag sieht schlecht aus, vor allen Dingen am Sonntag, wenn ich am Sonntag zu meiner Mama fahre, denn das geht zeitlich gar nicht. Also da bin ich davor noch am Machen und Tun, bin am Tropfen, bin am Videoschneiden, bin am Hasen versorgen, sauber machen und so weiter und so fort. Und meine Mama, heiliger Bimbam, die kocht ja dann am Vormittag. Deswegen, also ich bin da noch gar nicht da und es geht im Moment auch mit dem Tropfen zeitlich überhaupt nicht. Ich meine, vielleicht klappt es irgendwann mal, aber im Moment ist es echt ein Ding der Unmöglichkeit.
Aber der in Nürnberg, der war ja beeindruckt und auch ein kleines bisschen erstaunt, dass das Auge von der Holly jetzt so gut verheilt ist. Es war wirklich sehr schlimm verletzt. Und ja, das habe ich dann meiner Tierärztin erzählt, weil sie hat halt gefragt, wie es in Nürnberg war und was er so gesagt hat. Und dann meinte sie, ja, das liegt auch nur daran, weil ich das so durchgezogen habe mit den Tropfen, weil ich mich da wirklich dran gehalten habe und das wirklich die ganzen Monate über jetzt so gemacht habe. Und ja, andere hätten das wahrscheinlich schon lange aufgegeben und dann wird halt auch das Auge nicht so aussehen. Deswegen, ich habe der Holly gesagt, ich tropfe ihr Auge gesund und Holly und ich, wir haben zusammen so gekämpft und ich tropfe weiter und wenn es das Letzte ist, was ich quasi mache, deswegen. Aber es ist halt dadurch alles sehr unflexibel bei mir und sehr gebunden und ich kann halt nicht aus. Genau wie jetzt. Jetzt muss ich nämlich die Holly wieder reinholen für ihre Tropfen. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. You left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Für mich gibt es jetzt noch eine Nachspeise und zwar ein Eis. Kenne ich noch nicht. Werde ich jetzt mal austesten. Ich habe nämlich noch Sahne von gestern übrig. Und das wird, glaube ich, ganz gut dazu passen. Sieht lecker aus, finde ich. Da gibt es jetzt noch Sahne dazu. So. Der Eisbecher ist fertig. Das sieht gerade irgendwie aus wie Vanilleeis, die Sahne, weil von den Waffeln ein bisschen was abgebröselt ist. Das sind die Waffeln, die ich gestern in der Candy Challenge getestet habe von Loka Double Choc. So sehen die aus. Jetzt seht ihr es mal in nah. Und die waren ja so ein bisschen, ja nicht so cremig, sondern mehr so ein bisschen fester. Und ich glaube zu Sahne schmecken die ganz gut. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, mein kleiner Eisbecher. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Yeah. I thought
So, meine Lieben, schreibt mir die Lieblingsstelle vom Video gerne unten in einen Kommentar und wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.